Da bin ich schon. Der Held ist angekommen. Nein, ich habe mich selber getroffen mit dem Drang. Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Minispiel mit... Genau, mit dem... Ne Kopa. Und natürlich dem Dahaka, mit wem auch sonst. Genau, yay, so. Dieses neue Minispiel habe ich mir ausgedacht und ich bin nicht im Game Mode. Das ist schon mal ein super Anfang, aber egal. Ich habe es mir ausgedacht. Es sieht aus wie folgt. Wie ihr hier schon seht, haben wir eine Riesenwand mit 9 Lucky Blöcken. Und was saugeil. Das, ja, genau, saugeil. Und Sinn und Zweck dieser Übung ist einfach, dass wir hier durchlaufen und uns dann die Lucky Blöcke öffnen, die wir eben brauchen. Also maximal 3 Stück davon öffnen. Man muss durch die Wand durchkommen und dann bis nach ganz hinten laufen. Hier durch dieses komplette Ding durch. Ja. Das riesig lang ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Lucky Block Schichten wir haben. Und dann kommt man am Ende hier hinten raus, wie es auch genauso aussieht wie vorne, damit man sich wie zu Hause fühlt. Nein, Quatsch. Und dann darf der Erste entscheiden, ob er hier an diese Kiste möchte mit dem Bow, den Pfeilen und dem goldenen Apfel. Ich habe aber eine Apfelallergie. Oder, ja, dann hast du Pech gehabt. Oder ob er hier die restlichen Lucky Blöcke, die halt noch sind, abbauen möchte. Also von irgendeiner Schicht die restlichen Lucky Blöcke darf er abbauen. Also man hat zwei Optionen, ne? Das sind die zwei Optionen, die man machen darf. Genau. Geil. End oder weder. Und dann passiert Folgendes. Wir beide schauen uns an, was wir in unseren Lucky Blöcken drin hatten, überlegen uns, was wir da für tolle Sachen haben. Und danach springen wir hier drauf und setzen den Spawnpoint, fallen hier runter und bekämpfen uns dann mit echt? Dem Zeug, das wir so aus richtig den Lucky mit denen. Haben. Das haben wir ja noch nie gemacht. Genau. Ja, eben. Das ist ja das, das ist ja das Revolutionäre. Wir haben das Zeug, was wir cool. aus den Lucky Blöcken haben. Mit den Sachen, die wir da rausgezogen haben, ne? Genau, mit den Sachen. Das ist spannend. Ja, und die gucken wir uns aber vorher an. Also wir entscheiden vorher und sehen, was wir schon gezogen haben. Ja, ja, genau. Sehr schön. Wir haben diesmal keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe Emerald-Blöcke zum Hochbauen. Ach stimmt, ich habe hier Lapis-Lazuli. Geil, das ist echt genau, eine coole Idee. Genau, die haben wir nämlich, damit wir genau erkennen, wer was wo wie hochgebaut hat. Ist ganz cool. Ja, damit hier wir hinterher sehen können, wer für den Schaden verantwortlich ist. Genau, hier, ja. Damit jeder seine Spur legen kann. Ja. Genau. Ich bin ja sowieso der Pac-Man, so von daher denke ich, dass ich das auf jeden Fall gewinnen werde, ne? Ja, und wir dürfen uns dann hier gleich dann da so durchfressen. Ich möchte anfangen! Ja, gleich. Noch ganz kurz. Okay, ganz kurz noch, ganz kurz noch. Zu essen vor die Nase halten und ich hätte tagelang nichts gegessen. Ja, also wir machen jetzt hier gleich los und es wird heute ein Part rauskommen am Mittwoch und am Freitag. So. Echt, dreimal werden wir das spielen? Geil. Dreimal, okay, genau. Ich bin soweit. Und auch die Plätze fertig, los. 1, 2, 3. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich bin im Game Mode, verdammte Scheiße! Also, wir hatten sogar überlegt, ob wir das, ob wir uns sogar muten während dem Abbauen. Nein! Hä, was war das denn? Das waren zwei Sachen, die auf einmal hier aktiviert wurden. Hallo, ich bin noch im kreativen Modus, wir können von vorne anfangen. Ja, aber ich habe schon so coole Sachen. Pech gehabt. Guck mal hier, gefixt. Achso, darf ich jetzt so loslegen oder was? Ja, ich geb dir, ich zähle jetzt bis 5 oder so und dann. Voll. Ich habe auch nur die erste Schicht. 1, 2. Okay. Du kannst 3, loslaufen. 4. Ah, nein, Scheiße! So, okay, damit hätten wir das Problem auf jeden Fall gelöst. So. Ach, guck mal, was hast du denn da gemacht? Ich bin gestorben. Okay, warte. Ich hab, wie viel hab ich jetzt hier? Verdammt, abgebaut? Was hast du gemacht? Was soll der Scheiß? Okay, 2. Was machst du hier? 3. Bedrock. Nicht Bedrock. Obsidian. Auch nicht. Hast du meinen Tunnel gesprengt? Ich bin ein bisschen wie so ein Pac-Man. Schon wieder Schweine! Und ein Slime! Naja, da hatte ich dann doch nicht Schwein gehabt. So. Was hast du denn da so Schönes gebaut? Ey, was machst du denn da für ein Mist? Hallo? So Männer! Oh, diese komischen Reiter. 1, 2, 3. Rottenflash kam da raus. Super, Jackpot. Toll. Hier ist ein Schild in den Wall. Bist du gerade in der Wand irgendwie gespawnt oder hast dich gerade irgendwie. Bist du dafür verantwortlich? Nein, aber ich hab hier ganz viele Viecher, die in der Wand spawnen. Killer Bunny. Haha. So, na super, ich hab. Oh, da fehlt noch ich einer. Hab Slowness ja, und Blindness. Ja, genau. Erstmal so ein gigantischer Slime und jetzt noch so ein Magma Cube. Wo sind wir? Ich hab Slowness und Blindness. Was, wenn die Struktur sämtliche Lucky Blöcke ersetzt hat? Pech gehabt. Ja, dann musst du halt, dann darfst du die halt, musst du halt dich rausbuddeln irgendwie, oder? Ja, alles gut. Aber dann darf ich keine weiteren mehr öffnen, ne? Ja. Ah, irgendwas ist explodiert. Ich bin draußen, ich bin durch. Scheiße, ich noch nicht. Also du darfst jetzt, also nochmal zur Regelung. Ah, Creeper, du darfst jetzt überlegen, ob du die goldenen Äpfel nimmst oder nochmal eine Wand abbaust, ne? So, ich würde mich dazu entscheiden, dass ich hier nochmal, dass ich jetzt hier eine Wand fertig abbauen darf. Ich darf die Wand aber nur so lange abbauen, bis ich gestorben bin oder halt alle abgebaut habe. Ich darf mir jetzt irgendeine aussuchen, am besten eine mit vielen Blöcken. Und darf dann mir das Zeug noch nehmen. Aber nur das, was ich da rausbaue, richtig? Ja. Ja, und ich bin hier noch. Ich kann mir jetzt ein bisschen Zeit lassen, ne? Ja, du kannst dir Zeit. Also, ja, schon, aber nicht allzu viel, ne? Nein, aber ich muss jetzt nicht ganz schnell hier durchrennen. Also, ich kann einfach normal weitermachen. Was habe ich gemacht? Hä? Weil ich gestorben bin. Das ist so ein Horse, so ein Pferd habe ich hier gespawnt. Ach so. Ich habe das gar nicht gesehen. Ja, sorry. Ah, Mann. Aber ich habe es auch gleich geschafft. So. So, zack.
Also mir, nee, also momentan gefällt mir noch nicht so. Ich muss mal nicht gucken. Ja, nee, also die Items, die ich hier... Alter! Du also ich kann jetzt, oh, ich habe einen Lucky Block aus einem Lucky Block bekommen. Ja, da haben wir uns noch nicht drüber unterhalten. Darfst du den jetzt abbauen oder nicht? Ich weiß nicht. Ich würde das halt begrenzen, wenn einer irgendwie einen 64er-Stack bekommt, ist das schon okay. Beschissen. Dass man irgendwie sagt, okay, maximal 3 oder so. Ich meine, mir ist das egal, ich kann ja auch wegwerfen, aber... Nee, du darfst es machen, einen davon benutzen, oder? Ja, okay, von mir aus. Ja, finde ich gut. Find ich gut. Also ich baue den hier mal ab. Ja. Ja, da sind, also ich kann jetzt ja, also ich wollte jetzt sowieso mal gucken, was ich hier jetzt so habe. So, also, ich habe auf jeden Fall Sattel. Cool. Dann habe ich hier Lucky Potion, aber nicht so viele. Nur 3 Stück oder so. Ich habe keine. Das ist das Problem. Ich habe keine. Das ist ziemlich gut also, für dich. Aber ich habe gar keine Rüstung. Ich habe Rüstung, wie du siehst. Aber dafür den Lucky Potion. Das wird, glaube ich, jetzt richtig interessant. Also bis einer drauf geht. Aber dann nur eine Runde oder was? Ja, genau. Oder 2 Runden. So war der Plan. So war okay, der Plan. Eine Runde, wer als so erstes stirbt. Genau, gut. So wird's. Ja, wie gesagt, es ist ja alles noch in Kinderschuhen, deswegen. Ja, das ist jetzt der erste Part, der wird ein bisschen unorganisiert und beim zweiten Part wird es dann ja voll noch organisierter. Ja, genau, also so komplett. Gut, Wann ja. Lief denn bei uns mal was organisiert? Das ist die Frage. Okay, so. Alles klar, dann rüstet sich jetzt jeder. Du hast gleich gesagt, was du hast. Ich habe gesagt, ich habe goldene Äpfel, ich habe einen Lucky Sword und Hero Sword, ich habe den Dings und Moment, ich habe auch normale goldene Äpfel. Ich habe Rüstung, ich hab... Soll ich ein Brot mitbringen? Geht schon los. Nein, ich habe aus Versehen die goldene Karotte meinem Pferd gegeben. Das kann nicht wahr sein. Ich brauche eine leere Handfläche, damit ich drauf reiten. Ah. Du nimmst okay, ein Pferd bist du bereit? Mit? Ja. Okay. Sieh in die Luft. Hier, da bin ich schon. Der Held ist angekommen. Nein, ich habe mich selber getroffen mit dem Drang. Los, stirb, komm mal. Ah! Ah! Schwinden, Hilfe! Ah! Ah! Nein, das kann nicht wahr sein! Alles tot, Hilfe! So, was ist das denn? Ich habe einfach die Lucky Tränke auf dich geschmissen. Ja, und jetzt? Unlucky, Entschuldigung. Nicht die Lucky, Unlucky Potion. Ja, dann hilf mir doch mal. Hallo, wo bist du denn? Stirbst du wenigstens? Ich bin doch schon gestorben. Also, du bist schon gestorben? Ist so. Ja, weil ich aus Versehen, ich weiß nicht, ich hab... Das Problem war, das war jetzt echt dämlich. Hey, ich hab halt das runter, Pferd ich benutzt. Ich dachte, damit könnte ich mich irgendwie aus... Könnte ich ein bisschen ausweichen. Hallo? Ich natürlich vorher noch einen goldenen... Ich hab mich halt selber mit so einem Unlucky Trank getroffen. Ich Vollidiot. Willst du jetzt nochmal runter... Jetzt hab ich einen Pfeil. Willst du nochmal runterkommen? Nein. Nein? Ich hab ach, komm, keinen Pfeil. Okay. Nee, ich hab keinen Pfeil. Alles gut. Ah, du Sau! Ich hab nichts mehr. Haha. Ja, ist okay, kein Problem. Gut, das war also, es steht aber das war ja nur die Testrunde, ne? Dann, steht jetzt 1-0 für mich, ne? Ja, ich hab Fire Resistance, ja, okay. Das war die zweite Testrunde. Gut, ja, das war eine sehr chaotische Runde. Die nächste wird auf jeden Fall besser. Wenn es euch gefallen hat, schreibt direkt ein Abo oder liked uns oder setzt einen Kommentar oder sonst. Schreibt ein Abo, ich bin. Schreibt ein Abo, genau. Genau, schreibt ein Abo, genau. Direkt hier auf dem Bildschirm. Ansonsten sehen wir. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Direkt am Mittwoch. Und dann geht's wieder von Wort. Als Katze. Gut, also ich bin euch mal fürs Zuschauen. Bis dahin und tschüss. Ciao.